Servus Burschen, wir sind heute wieder da beim Dax Factory in der Werkstatt und heute sind die Fußraster drauf. Letztes Mal haben wir da hinten die Entlüftung und den Tank eingeschweißt, das ist jetzt einmal ungefähr fertig. Und ich habe mir in der Zwischenzeit auf Amazon Fußraster bestellt, extrem leicht und die werden wir heute einschweißen, oder? Dax hat da schon alles parat für die Fußrasten. Und ich würde sagen, wir gehen uns an und reden gerade dann. Sag's erklär mal, was da jetzt so der Plan ist. So, der Plan. Ich hab da dann auf meinen Fußrasten. Da war ein Loch da drinnen und so ein Vierkant Rohr. Jetzt schauen wir mal, wie wir das da anschneiden müssen. Dass das da halbwegs gerade da steht. Ich zeig dir immer die Kamera, dann hat er den Leger Griff. Mutzfußrasten, da haben wir Grip ohne Ende, würde ich sagen. Nächste besser als nachher noch mit den Titanen, oder? Ja. Ich hoffe, die brechen nicht ab. Was ist jetzt der Plan? Kannst du das da anzeichnen? Ja, ich brauche noch ein wenig Inspiration. Okay. Sagst du es uns dann, wenn es so weit ist, dass ich filmen kann, dass du es uns erklärst? Ja. Mit der Feder müssen wir noch schauen, wo wir da hinkommen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wie wir die da einbauen, oder? So, okay, ja. Plattel für was? Grundidee steht? Grundidee steht. Okay. Das kommt da rauf. Okay. Kommen Löcher rein. Ja. Mal schwarz mal das noch. Feder? Und das selber auf der. Und die Feder? Die Feder ist da drin. Wo drin? Wo ist die Feder drin? Das sollte so. Zugfeder. Sehr gut. Cool! Ja, da ist. Da hat er schon die Platte vorbereitet. Da kommen die Löcher rein. Wie breit macht man so einen Fußraster eigentlich? Man springt in die Luft, so wie man landet. Minus 10 cm. Okay, sehr gut. Oh, jeder Tag startet die Drehbahn, das ist immer arg. Ich geht nur um Löcher. Können wir in Warnung geben, danke. Durchblick leer, was sagen Sie zu der Maschine? Hör mal auf. Warum wird das jetzt umbogen, danke? Weil wir 10 Gramm haben. Okay. Warum wird das jetzt umbogen? Ja, weil es nicht hinten vorne rausgeht. Ist scheiße. So, perfekt. Schaut das schon aus. Das schaut sehr gut aus. Du sagst, du spürst schon im Urin, dass das was ganz was Gutes wird. Bombastisch. Perfekt, wir sind schon. Der raniert da dein Moped. Mein Bannerball ist 6 in der Hause und alles fliegen, die drehen wir schon nur mehr. Der schreit schon wieder nur umeinander. Mein Großmoped. Perfekt, also du sagst, das ist so die Konstruktion und das wird es. Das pumpen wir jetzt einmal an. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, ich stehe auf deinen Schlauch. Beim Bannerfall ist nichts, was sagen Sie zu deinem Schwinge? Nix. Wir haben das Geschenkgeld, oder? Von Ihnen? Das finde ich am Eisencontainer. Sieh immer heute. Ja. Tritt nicht der Geld auf. Jawohl, Herr Fektor. Ja. Ist das die Feder auch schon drauf? Nein. Der Container war nicht mit. Da ist er nicht. Ah! Das ist noch heiß. Alter Vater! Ich lenke mich am Arsch, Alter, was hast du da schon wieder gern gespart, Alter? So ein Ding, Alter, und dann kommt der Hax dazwischen. Ja, so, jetzt musst du einmal sagen, wo wir angehört werden. Ich weiß, dann wissen wir nicht mehr bei deiner Nacht, oder? Ja, meine ist. Ich soll jetzt lügen, aber ich glaube, jetzt. Weiß ich gar nicht, ich glaube, jetzt. Komm, bringt ein Bier aber! So, wo willst du die Fußraster machen da? Nein, aber du musst ja da brennen. Ich glaube, das ist zu brat, hä? Ja, Auspuff musst du schon wegkommen. Nein, das musst du so machen. Glaubst du schon? Du musst rechnen, die Bieren. Naja, stimmt. Auf der anderen Seite steht der Dauerreißer da. Ja, Dauerreißer hast du, ein Dings aus der Luft. Nein, das passt schon, ja. Ja. Da würde ich auf jeden Fall eventuell noch einen halben Zentimeter. Ich glaube, ich habe bei meiner anderen 38, gibt es das?
Die Bieren dürft ihr nicht unterschätzen. Na, 28. Ja, messen wir nochmal zur Sicherheit noch. 31, nicht 31,5 und nicht 32. Dann machen wir. Und nicht 30,5. So, schneiden wir das so. Das ist, sagst du? Präsentier uns du der Wald Dax Factory seine neuesten Produkte im Video. Flauderwärm. Was hat er da? Kühlrippen. Kühlrippen auf einen Anklickmotor oder wie? Was ist der Sinn davon? Das fräsen aus, dass noch mehr Öl reingeht. Kühlung. Okay, zusätzliche Kühlung hört man das, oder? Kühlung. Präsentiert! So, zeig her! Wie muss jetzt das Endergebnis sein? Pirogane! Also sagst du, bist zufrieden mit dem Endergebnis? Kann man selber schauen, kann man. Ich habe auch schon. Dax Factory jetzt wieder auszeichnen. Und das bauen wir jetzt da auf, oder wie? Irgendwann, irgendwie. Ich darf fast sagen, in den Auspuff passen wir zuerst da, oder? Und dann ja, machen wir die Sitzbank und das auf, dass ich weiß, wo ich meine Haxen hin. Ja, das gleichzeitig vorwegs. Okay. So, nächster Tag in der Werkstatt von Banner 46 ist heute zu Gast und Dax Factory. Unsere Werksküche kocht auch schon auf volle Touren. Wollt ihr was sagen dazu? Ja, persönlich, oder soll ich euch eher nicht filmen? Das Plastikbesteck, das Ding. Ihr könnt schon essen. Essen ist fertig? Ja. Okay, super. Ich würde es den Herrn ausrichten. Heute ist die volle Vertretung. Heute ist die volle Mannschaft da. Hamilton. Der hat auf der Seite noch Federn drinnen, Dax. Das ist der Depper, die kann schneller spannen. Jawohl. Okay, wir sind beim Fußraster angelangt. Dax Factory, was sagst du? So wird das? Ja, wir haben da jetzt noch. Wir werden jetzt wieder gleich direkt am Auspuff anschweißen, nachher. Aus der Fußratze. Material Fuß. Und Stahl. Fußratze. Okay, das heißt, den Fußratzen tun wir jetzt mal mit dem Auspuff an. Mit dem Auspuff an. Ja. Das halt auf dem Ziel. Warte, ich komme jetzt mal zu dir, jetzt musst du ernst erklären, wie wir es machen werden. Da ja, siehst du das Blockeisen, das geht da durch, schon. Ein wenig jetzt noch, ist noch in der Schwebe, wie genau, aber es wird da unten ein Strebenführer gehen. Und da einer wieder streben gehen. Auf der anderen Seite geht es eh schön nicht, oder? Ist eh alles klar, da verbinden wir einfach die zwei Stühle. Aber ja, da schaut es gut aus. Brauchen wir nur vier, zwei Streben, nicht so direkt. Einmal direkt vier und nachher nicht, aber so steht es nicht. Ja, perfekt. Dann fangen wir mal an. Ich muss nicht so wagen, Santa Maria. Schneider, der Hut, der Sau, wie bist du morgen heute? Alles Gute. Ich bin Steiner gestellt, Alter, schon der. Und wie machst du? Ich steppe der Hund, Alter. Die Federn bauen wir bereit. Der lacht so laut. Hörst weiter um, rechts. Was?
nicht, was der Schnitzel wagen tut. Nein, das ist aber. Ja, schon ein Ohrstecker. Nein, ich tue da noch einer nicht. Ich tue nur mal hinten. Machen so, oder? So passt das. So passt ja. Das, ja. Denk an meine Wutte. Mhm. So schlecht schaut es dann nicht aus, gell? Jetzt müssen wir mal schauen, dass zwei von der Achsgeometrie passen. Das ganze Gerät leicht richtet, dass die Fuß uns alle richtet. Die Hammer ja schauen aus. Das tut Alter, das halt mit den zwei Fleischwaffen. Ja. Wird das halten bei meiner Party 6? Was sagst du dazu? Nein. Warum nicht? Bei deinem Fußrost da rein, dann hat es deinen ganzen Kobe auf Zeit. Ne? Wenn die Fußrost da anreißen, dann zahlst du da so ein Ding wie einen Auspuff hoch, dann steht sie ja auf. Man. Weil du reißt deinen Auspuff da und dann sind sie wieder aus. Jetzt ist Bastelstunde mit Axe Factory. Ja, da weiß man, für was mein Fuß gegangen ist. Mhm. So wird das also. Mhm, so wird das. So ist das einmal aufzeichnet, das ist da oben grob schon rausgeschnitten, oder wie? Mhm. Jetzt kommt der zweite Teil. Stimmt, der harte Teil. Okay, ist alles rausgeschliffen. Schaut witzig aus, aber das ist wurscht. Moped muss leicht werden und muss aushalten. Dax, das wird halten. Das hält. Sehr gut. Okay, wir haben das Ganze jetzt leckt schon mal. Das Moped ist jetzt wieder eine Einzelteile. Das Motor liegt da irgendwo da drüben bei den Popcorn umeinander. Und der Dax kriegt ja die verschweißt das jetzt alles ordentlich. Und wir sind bei der Sitzbank angelangt. Dax hat alles verschweißt. Die Konstruktion ist fertig. Und es geht weiter. KTM-Sitzbank waren SX65 Kindermotocross. Hat da hinten original seine Schrauben. Also das ist eine Schraubenaufnahme. Keine Ahnung, was das sein soll. Dax, was sagst du? Was ist das? Befestigen. Irgendwas zum Befestigen. Wir haben da jetzt ein Flacheisen uns ausgedacht. Also nicht ein Flacheisen, eigentlich ein Blech. Was da auf dem Zusatztank nachher draufgeschweißt wird. Und so hinten da die Sitzbank einmal befestigt. Ist leicht und robust. Jawohl. Und es geht weiter in der Werkstatt. Dax Factory ist wieder bei mir. Wir haben letztes Mal folgende Sachen schon gemacht. Sitzbank hinten angeschraubt und jetzt wird es vorne angepasst. Dazu haben wir mal unsere Gabelverlängerung angepasst, so wie es gehört. Die Bremsleitung, das geht auch halbwegs. Die ist halt leider für die Originalgröße von der Fox-Gabel vorgesehen, deshalb hängt das da jetzt ein wenig komisch um. Das werden wir aber mit der Zeit irgendwann noch anpassen lassen. Und jetzt geht es um die vordere Aufnahme für die Sitzbank. Wir haben festgestellt, sie hängt jetzt vorne ein bisschen oben, deshalb müssen wir das die vordere Aufnahme eigentlich so, dass die Sitzbank nach oben angespitzt ist, machen. Und Dax Factory, hast du schon einen Plan? Delta.
Delta-Aufnahme, oder was? Okay. So, unser Genie hat da schon die Aufnahme hergestellt. So wird die Aufnahme also, oder wie? Wenn uns da unten was Spiling. Wie meinst du Spiling? Das Thema sitzt oder mehr das Robe drücken? Nein, irgendwie schon. Robe drücken? Nein, Spiling irgendwie. Glaube ich fast. Na, meine Tochter. Aha. Idiot. Verkehrt, oder? So. Sehr geil, hä? Gut ist das. Cool. Jawohl, Dax. Ist schon gut aus. Also, das sind unsere zwei Aufnahmen für die Sitzbank. Und das reicht, oder? Jawohl. So, und wir sind angelangt. Die Kälten wird einmal aufgemacht. Wir haben das schon einmal testet, hat recht gut ausgeschaut, aber ich bin immer skeptischer. Dax sagt, das wird dann schon passen, oder? Oder bist du auch schon wieder auf das Skeptik-Streben? Das ist wurscht, wenn es nicht passt, irgendwie wird es... Wird es passend gemacht, ne? Aber ich glaube, es passt, es schaut gerade nicht so schlecht aus. Mhm. Ja, es könnte schlimmer sein, oder Dax? Ehrlich gesagt. Das passt genau, Alter, hä? Nicht schlecht, Alter. Für die Ketten, damit das da keine Führung hat, haben wir da eine Kettenführung. Die haben wir schon auch ewig bestellt. Dax, können wir die verwenden, was sagst du? Hat von Banner 46 damals mir empfohlen, wie meine wie ich die ersten Gabeltrimmer für die Show gekauft habe, habe ich die mitbestellt, die Kettenführung bei den. Ich weiß nicht, wir werden gleich beim Bambana vor der Six auf Instagram spionieren gehen. Dax Factory, was sagst du zur Kettenführung? Ist sowas wichtig auf so einem Großmoped? Lebensübernotwendig, würde ich sagen. Ist eine essentielle Sache, oder? Ja, wenn du das nicht nur Showmoped haben willst, nachher. Magst du das? Ja. Also, wir haben schon einige Mopeds gebaut und ohne Kettenführung hat es eigentlich noch bei keinem Moped funktioniert, oder? Nicht einmal mit originalen Radstand eigentlich. Es gibt zwar einige, die was sagen. Mir ist noch nie ein Käden rausgekupft, aber nachher fahren sie eine Kurve nach links heraus. Mir ist noch nie ein Käden rausgesprungen. Okay, also wir sind da jetzt gerade dabei zum Rausfinden, wie lange wir die Käden brauchen. Das heißt, da oben wird es dann gespannt, wenn es ganz unten ist. Und dann hoffen wir, dass es nicht zu locker ist, wenn es oben ist. Ne? Okay. So, Dax Factory, wir haben jetzt Zeit lassen mit dem Film und was sind die Fortschritte? Wir sind einfach beim Aufführen von der Kettenführung. Okay. Wird es direkt aufgemacht auf die Schwingen oder wieder Schlitten gemacht? Wie wird das nein. Sein? Direkt. Wieder kein Wintergerät. Also brauchen wir keinen Schlitten. Brauchen wir keinen Schlitten. Das heißt, so mit dem Blech wird das gleich direkt oder nachher auf die Schwingen drauf gemacht. Ja. Jawohl. Schaut simpel aus. Kann man leicht nachbauen, oder? Simpel, einfach. Jawohl. So, da gehen wir noch. Das ist das Wichtigste, Dax. Das entscheidet sich, ob ihr das Rennen gewinnen kann auf der Aero Range oder nicht. Sehr gut. Bist du deppert? Sag ich nichts mehr. So, Dax Factory, die ist bereit. Der ist bereit, die Kettenführung. Was kommt jetzt als nächstes? Ja, gehen wir zur Zündung über.
Jawohl. So, Dax, Zündspule ist dran. Was sagst du, ich hätte es gerne da herunten. Warst du jeder Fan von oben? Fällt gerade die Inspiration. So, Dax, du hast schon wieder eine gute Idee, da, oder? Schaut clean aus, oder? Da kommt die Zündung her. Das schaut sehr clean aus, ja. Okay, so war das dann. Nicht schlecht. Mit Stiefel trittst du sie nicht oben, ne? Nein. Das dreht dich nicht oben. Nicht, dass es mir nicht beilt.